verbrennen. Hey, sind das echte Special Effects oder animierte? Verneig dich vor dem Chaos, Dummkopf! Ich bin Chaos. Sein. Er ist doch Chaos. Mach sie fertig, Saftsack! Wir müssen sowieso eigentlich sterben jetzt gleich. Lauf heim zu Mama, du Schwachmart! Mikroaggression! Schlag! Ah, Mikroaggression. Puh. Du hast beleidigt. Sowas macht man nicht. Entropie! Du siehst ziemlich im Arsch aus. Humankind, startbereit! So, der ist dann down. Ich bin jetzt bei den Guten, ihr Bösen. Ach, das macht ja keinen Schaden. Ich dachte immer, das macht gleichzeitig auch noch Schaden. Also schocken, verwirren. Die Stunde des Chaos steht bevor. Jetzt Blutspenden, das wär's. Ich folge dem Ruf des Chaos. Gegen Chaos bist du machtlos. Das ist für Scrambles, ihr Bastarde. Noch ein Feind fällt durch die Macht von Kuhn and Friends. Ach komm schon, echt, ja. Ah, das brennt. Das hast du verdient. Nur Wahnsinn und Chaos erwarten dich. Nur Wahnsinn und Chaos erwarten dich. Ja. Achso, wenn ich schockt. Schutt und Asche machen. Ach ja, Zorn des Kalt. Zorn des Kalt. So, die hätten wir jetzt besiegt, eigentlich. Mann. So, jetzt können wir endlich den Scheiß da wegmachen. Toolchat ist da! So, dann ist nämlich dieser Weg auch frei. Ja! Jetzt brauchen wir bloß noch den anderen Weg, ne? Okay, wir müssen sowieso hier runter. Erstmal zu Call Girl. Oder Wendy. Das ist ja Wendy. Aber halt verkleidet. Also irgendwie. Der Nächste, den wir hier erwischen, kriegt von uns Hepatitis A, B und C. Soll doch hier irgendwo sein. Oder wir nehmen die Rechte von Hausbesetzern ernst. Das merkt man am Geruch. Wahrscheinlich können wir überhaupt noch gar keinen finden, ne? Bevor. Vielleicht sind wir auf die eine Mission gebunden. Darum erscheint auch die Hand nicht und Wendy ist ja jetzt auch nicht hier. Könnte was damit zu tun haben. Wir gehen erstmal da oben die Mission machen. Euch haben wir schon kalt gemacht. Ruhe. Ah, hier. Schnellreise aktivieren. Geschafft. Ja, das ist hier. Hier ist die Schule der Freedom Pearls für die Begabten und Talentierten. Ach so, hier sind die Freedom Pads drin. Ach, das ist die Tür, die wir nicht aufbekommen haben, wegen. Die wir nicht aufbekommen haben. Genau, hier unten. Die Basis. Gucken uns aber noch ein bisschen um. Na, hier haben wir, glaube ich, alles gemacht, ne? Ja, ist leer. Wir waren hier schon mal, ne? Machen wir gleich Freedom Pads Basis. Gucken kurz nochmal alles oben durch. Haben wir aber auch alles gemacht. Analysieren können wir auch nichts. Hier war das Kinderzimmer von den Schwarzen. Magic. Magic. So. Hier nochmal.
Ah, hier war das Zimmer von dem Vater. Können wir aber auch nichts machen. Okay, also ab nach unten. Machen wir die Tür auf und dann gucken wir, was abgeht. Wir sollen uns ja einschleusen bei denen, ne? Bei den Freezen Pads. Aber ist ja auch klar, ne? Dass die viel mehr Unterstützung haben, geldmäßig, weil die scheinen ja nicht arm zu sein hier, ne? Also die scheinen schon reich zu sein. Komm her, Kleiner! Und darum, jetzt verstehe ich das auch, warum denn der Bulle uns zu diesen Leuten geschickt hat, ne? Weil alles Leute von Freedom Pets sind und Cartman ja eigentlich die Hand ist und die Hand ja den Bullen befehligt oder den Polizisten befehligt, die Sachen zu machen. Der hat uns natürlich die Aufträge gegeben, dass wir die festnehmen sollen, weil sie angeblich mit Drohung handeln oder mit Einwanderer sind. Und so passt das nämlich alles zusammen, ne? Du Scheiße, sieh dir das an! Das nenne ich mal eine Superheldenbasis. Donnerwetter, die haben einen Trainingsraum, Computer und Licht. Dagegen ist die Kuhnbasis ein Dreck. Hier könnte ich jeden Tag spielen. Was willst du hier? Ah! Oh, hey Mysterion, wir wollten nur mit Dr. Timothy reden. Warum? Wir finden nur, dass euer Franchise wieder aufgeschlossener ist und... Dachte mir schon, dass du hier landen wirst. Sie wollen ausspionieren, woran Timothy arbeitet. Reißen wir sie in Stücke! Nun mal langsam. Ach, Wundertreak ist auch hier. Oh Gott, wer ist das? Das ist ein schockierender Gesinnungswandel für dich, Professor. Du willst dem Neuen wirklich helfen, die Franchises zu wechseln? Ach, ja, Professor Chaos heißt er. Professor Chaos, nicht Doktor und nicht... Franchise wieder aufgeschlossener ist. Professor. Naja, wir dachten an den Wechsel, weil Kuhn und Friends keine Zukunft haben. Oh Gott, der Neue hat mich gefragt, wie trete ich bei Kuhn und Friends aus und da ich Kuhn und Friends hasse, helfe ich ihm. Hast du was erfahren? Die Alufolie auf seinem Helm blockiert wohl meine Fähigkeiten. Vertraue ihr nicht, Doc. Sie dürfen nicht sehen, woran du arbeitest. Und wenn Wunderarsch wirklich wechseln will? Wir werden sehen, ob Wunderarsch gute Absichten hat. Wir schicken Tupperdose auf eine wichtige Mission. Tupperdose. Braucht keine Unterstützung, schon gar nicht von dem Neuling. Sei nicht so, Tuppi. Denk an das Motto der Freedom Pals. Ja, Sanktionen, aber mit Inklusion. Ich schicke euch die Details. Wenn ihr dort seid, fangen wir an. Bis dahin muss ich wieder an die Arbeit. Timmy. Hier geht's richtig den Bach runter. Du willst zurück? Vergiss es. Der Doc arbeitet an etwas, das uns alle retten wird. Nicht so schnell. Zeig erstmal, dass du wirklich zu uns gehören willst. So, ich dachte, ich kann gleich mit dir Selfies machen und so. Natürlich macht der Professor ein Selfie mit seinem neuen Verbündeten. Zeig mal. Was für ein chaotisches Porträt. Danke nochmal wegen der Sache mit meinem Dad. Zeig uns erstmal, was du kannst, Neuer. Ah, Training Room. Die haben so einen eigenen Trainingsraum. Ist ja krass. Die sind ein bisschen besser aufgestellt als Cartman, ne? Die haben so einen neuen... Sorry, falls ich nicht ganz bei der Sache bin. Mein Dad wurde gestern zu Hause verhaftet, nachdem bei uns eingebrochen wurde. Ach so, das ist der Sohn von dem Typen hier. Okay. Hier sind noch Kostüme. $5. Achso, das sind Kostüme alles. Und natürlich Artefakte. $95. Krass, ey. Aber so teuer alles, ne? Das ist echt alles teuer. Wow, das muss mindestens 100 Kröten gekostet haben. Mindestens. Wenn das mal reicht. So, okay, weiter geht's. Sag doch, jetzt können wir uns nämlich mit dem treffen. Wie gesagt, wir waren an die Mission gebunden und daher konnten wir nichts machen. Jetzt müsste aber alles funktionieren. Auch mit Cowgirl oder Callgirl sollte es denn auch klappen. Hoffe ich doch mal. Ich meine, es sollte funktionieren. Hallo, Mr. Officer. Okay, wir können durch die Beine laufen.
Auch nicht schlecht. So, mal gucken, ob es da eine Schnellreise gibt. Weil den ganzen Weg wieder dahin rennen. Wohin des Wegs? Habe ich gar keine Lust. Ah, okay, das trifft sich ganz gut. Fantastisch! Bis denne. Bis denne. So, okay. Wir sollen uns hier treffen. Ja, nur wo, ne? Sehr komisch. Wo soll der sein, bitte? Da ist irgendein... Warte mal. Kommen wir endlich heran? Tonfläschchen gefunden wieder. Krass. Okay, wir versuchen mal da oben. Vielleicht sehen wir da oben noch etwas. Ja, irgendwo muss der ja sein, ne? Startbereit! Wir haben's geschafft! Ah, vielleicht kommen wir sogar rüber. Ach, was macht er denn hier? Sei gegrüßt, Krieger von Mamaria. Hä? Ich bin der rechtmäßige Verehrer der Prinzessin. Der größte Krieger, den die Busenarena je gesehen hat. Wieder musste ich kämpfen. Ich habe gesiegt, aber ich bin geschwächt. Ich muss einen Heiltrank zu mir nehmen, damit ich zur Liebsten in Hippopolis zurückkehren kann. Kannst du mir da weiterhelfen? Nein. Dann mal los! Furzen ist schwer. Nächster Versuch. Furzen ist nicht schwer, aber... Oh ja. Mann, das ist super. Wenn du mal Hilfe brauchst, ruf mich und ich werde an deiner Seite kämpfen. Ah. Geralt auf Drohung. Das ist nämlich eine neue Beschwörung. Jetzt haben wir eine neue Beschwörung. Klar, ein Porträt mit dem größten Krieger von Hippopolis. Hippolos. Nipolis. So. Mr. Brolowski. Unser Band ist geknüpft. Ja, das ist mein Dad. Ja. Startbereit. Wow, wow. Okay, den haben wir. Aber wir können ja gar nichts machen hier, ne? Wir müssen irgendwie da rüberkommen. Glaube ich. Ah, okay, wir müssen einfach nur hier rein. Mann, na okay, du egal. Nach Antworten? Mr. Connor schickt beste Grüße. Er wollte selber kommen, aber er ist ein vielbeschäftigter Mann. Vor allem viel beschäftigt. Er meinte, sein schreckliches Schicksal widerfahren. Hm? Komisch, wie ein paar Augenblicke in unserem Leben verändern können, wer wir sind, was? Und jetzt wirst du das Opfer von Attentätern, dem sogenannten City Ninja Service. City Ninja Service, okay. Ihr wisst, was ihr danach mit ihm machen müsst. Warte, du vergessen zu zahlen! Erst wenn's erledigt ist. Nein, 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 du buchst City Ninja Service. Du bezahlst vorher das. Steht doch auf der Website. Ihr klingt nicht besonders japanisch. Seid ihr wirklich Ninjas? Ja, ja, ich Ninja. Siehst du Schlitzaugen? Los, gib mir Scheck für City Ninja Service. Macht erst euren Job. Okay, wir sind von City Ninja. Leider, wir wurden bezahlt, dich zu assassinieren. Und, müssen das assassinieren. Tun, oder? Du zahlst, dass wir das nicht tun. $5,000. Ah, du klug bei Geschäft. Aber zu arm für Bestechung. Also wir dich müssen umbringen. Ja, wo soll ich denn $5,000 her? Das kannst du auf dem ganzen Spiel, kann man das überhaupt nicht sammeln. Aber bereit für Häuserkampf! Bitte echten Ninja-Kampf genießen! Ninja-Action, Junbi! Ninja-Star! So ein Schnodder!
So, okay, mal sehen, was er hier kann. Er kann den schocken.